Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video werde ich gemeinsam mit euch auf Dating-Fails reagieren. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt, was ihre heftigsten Dating-Fails sind. Da waren Sachen, boah, da kamen krasse Sachen bei raus. Natürlich ist das hier alles anonym und so. Folgt mir gerne auf Instagram. Ich würde mich freuen, dort könnt ihr mich in meiner komischen, dramatischen Welt begleiten. Und auch bei solchen Fragerunden mitmachen. Und da waren heftige Sachen von sehr peinlich bis unangenehm bis gruselig. Und ich dachte mir, alles klar, das ist eine coole Videoidee. Meine Follower hatten da auch Bock drauf. Und ja, dann lasst uns mal gemeinsam auf diese Dating-Fails reagieren und mal gucken, was so dabei rauskam. Wundert euch nicht, ich habe mein Handy vor mir stehen und dort lese ich das ab, aber ihr seht das ja hier nochmal eingeblendet. Direkt vorher Zähne geputzt, verschluckt, davon gekotzt, noch ein Kotzefleck auf dem T-Shirt. Das wäre kritisch. Also weiß nicht, obwohl, also wenn ich einen Kotzefleck auf dem T-Shirt hätte, bei einem Date, vielleicht sieht er es nicht, wenn man es nicht riecht und es nur aussieht wie ein normaler Fleck. Doch, dann würde ich lügen, Diggis. Ich bin ehrlich, dann würde ich lügen und sagen, ja, das ist was gegessen oder so. Aber wenn das riechen würde oder man sehen würde, dass es Erbrochenes ist, was man ja oft sehen kann, das wäre kritisch. Also das wäre, überleg mal, wie unangenehm das ist. Stell dir vor, du chillst da mit deinem Schwarm, ihr habt ein Date, ihr wollt euch küssen und du hast Übergebenes auf deinem Shirt. Sünde! Das arme Mädchen. Also krass, das ist heftig. Das habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. Nein. Dafür habe ich mal meinen Freund in einem Club angespuckt. Also die peinlichste Geschichte meines ganzen Lebens markiere ich euch in der Infobox. Ist nicht mal allzu lange her. 2 Jahre, keine Ahnung, ich will nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, ich hätte aber auch lieber einen Kotzefleck auf meinem T-Shirt bei einem Date gehabt, statt meinen Partner in der Öffentlichkeit anzukotzen, weil ich, naja, egal. Aber kritische Geschichte. Er hatte eine Fragencheckliste, die er abgehakt hat. Oh, krass. Also ich bin auch ein durchorganisierter Typ und ich habe mir bestimmt auch mal von einem Date Fragen aufgeschrieben oder Gesprächsthemen oder was mich interessiert und das auf Klo durchgelesen. Aber das ist gruselig. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da mit jemandem ein Date und er hat eine Checkliste. Und was verdienst du monatlich? Wie lange machst du das schon beruflich? Was sind deine negativen Eigenschaften? Und hat eine Checkliste, die er abhakt. Das ist krass. Das finde ich schon ein wenig kritisch. Das wäre schon für mich auch ein Grund zu sagen, also Bro, eigentlich will ich dich nicht wiedersehen, weil eine Checkliste beim Date finde ich übertrieben. Wenn er sie im Handy hat, Digga, auf heimlich und ganz wichtige Fragen drauf hat, die ihm super wichtig sind und er vergisst das aus Nervosität, geh auf Klo, guck, frag dann während dem Date, aber währenddessen schon krass. Aus Versehen gepupst, er hat gelacht und auch sind seit über einem Jahr glücklich zusammen. Digga, jeder sieht das anders. Ihr müsst ja meine Meinung nicht teilen. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt Frauen, die pupsen neben ihrem Partner. Die können auch besser Deutsch. Die pupsen neben ihrem Partner und rülpsen und okay. Stört den Partner auch nicht. Finde ich, also ich bin da zurückhaltender. Also ich glaube, ich habe noch nie neben Schatzi bewusst gepupst in 5,5 Jahren Beziehung. 6,5 Jahre kennen wir uns. Bestimmt mal im Schlaf, Digga, ne? Will ich gar nicht wissen. Und ne, er weiß, was Sache ist, ich weiß, was Sache ist, ich bin auch nur ein Mensch, aber so, nee, weiß ich nicht. Ich finde das auch an einem Mann nicht erotisch. Klar, Männer sind so, die laufen an dir vorbei, pff, oh, lustig, mein Furz stinkt. Keine Ahnung, warum Männer so sind. Lustig, ich hab gerülpst. Das ist irgendwie deren Kinderstatus im Kopf noch. Wenn ein Mann das aber die ganze Zeit macht, finde ich das auch unerotisch, abtörend. Also, und ich persönlich mache es auch nicht so. Klar ist mal ein Rülpser rausgerutscht oder klar habe ich mal heimlich gepupert so, ne? Und gehofft, er kriegt es nicht mit so, weil, Bro, aus dem Nichts kam etwas, was soll ich machen? Okay, wir müssen auch nicht drauf eingehen. Worauf ich hinaus möchte, ich erzähle euch ja ein bisschen auch von meinen Erfahrungen. Aus Versehen gepupst beim Date, er hat gelacht, ich auch. Wäre mir todesunangenehm, aber ich glaube, da kann man drüber hinwegkommen und da kann man auch zusammenkommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel die Checkliste. Aber süß. Peinlich, aber süß. Kann passieren, ist menschlich. Lavu. Sein Bild war locker 5 Jahre alt. Er sah völlig anders aus. Richtig gruselig. Nee, würde mich auch richtig nerven. Hätte ich auch gar keinen Bock zu. Ich war auch mal auf Lavu, hab nichts Gescheites gefunden damals. Und, Digga, also so, ich, wenn ich jetzt wenn ich bei Lavu wäre, klar, ne, man macht aktuelle Fotos rein. Vielleicht gibt es ein Foto von mir, das 5 Jahre alt ist, das ich unglaublich ästhetisch finde und wahnsinnig schön. Vielleicht würde ich das dann auch mit reintun. Aber ich würde viele verschiedene Fotos reintun für verschiedene Seiten, die ich nun mal habe. Und auf jeden Fall aktuelle. Aber so, wenn du nur 1, 2 Bilder hast und die locker 5 Jahre alt sind. Ey, vor 5 Jahren war ich 24.
Da war ich noch eine knackige Frucht, Digga. Da war nichts mit hier hänge Po. Da war nichts mit krass Falten hier. Da konnte ich noch ein Wochenende durchsaufen, so weißt du, Gott sei Dank nicht mehr. Also so, das sind Welten. Also nee, das finde ich schon krass. Da würde ich auch, glaube ich, das Date abbrechen und sagen so, sorry, also Bro, so spiel mal mit ordentlichen Karten. Er trug ein Hawaii-Hemd, war doch 10 Jahre älter und schnüffelte an mir. Oh, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der richtig gut aussah in einem Hawaii-Hemd. Ich habe ein, zwei Männer mal gesehen, denen das ein bisschen stand, aber einen, der richtig gut aussah damit. Wobei Channing Tatum, Digga, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in irgendwas schlecht aussieht. Habt ihr Schwäche für Channing Tatum? Magic Mike, ihr kennt ihn, ne? Du weißt so, Magic Mike, oh ja. Aber, Digga, ein Mann in Hawaii-Hemd, 10 Jahre älter und schnüffelte an mir. Nee, sehr unangenehm, vor allem so mit dem Schnüffeln. Also, ich habe das auch mal gehabt, Digga, wenn jemand richtig gut roch, ne? Dass ich da so hing, so. Oh. Aber so unauffällig, Digga, nicht auf schnüffelig. Und 10 Jahre älter, als man sagt, ist zu krass. Digga, sei doch direkt ehrlich mit deinem Alter. Warum lügt man? Also, das verstehe ich nicht. Also, wenn du eine 17-Jährige bist und du findest einen 19-Jährigen süß und sagst, oh, ich bin fast 18. Keine Ahnung, verstehe ich noch in diesem Kindskopf so ein bisschen. Aber 10 Jahre älter, verstehe ich nicht, finde ich dumm. Sechstes Date. Er hat geküsst wie eine Waschmaschine und meine Wangen waren voll angesabbert. Oh, ich habe das auch mal gehabt, Diggis. Ich fand jemanden so toll und so hübsch und so krass. Wir haben uns ein paar Mal geküsst und dann hat er auch direkt so mich so zu voll geschlabbert. Ich denke so, Bro, man kann sich doch am Anfang so die ersten Male so. So küssen, so. Warum direkt so Waschmaschine-mäßig? War auch ganz schlimm. Da hing ich dann auch so, ich so, wow, wow, wow. Ich so, mach mal langsam, so, chill mal ein bisschen. Ich so, was ist das? Nee, finde ich ganz schlimm. Nee, also, nee, nee. Und dann die Wangen voll. Nee. Er wollte mich küssen und ich umarmte ihn, weil ich es nicht gecheckt habe. Ist mir auch schon passiert. Ist mir auch schon ganz oft passiert. Normal, normal. Er schaute mich an und drehte sich um und sagte, du bist nicht 1,76, sondern 1,78 groß und ging. Hör mal, dumm, wegen 2 Zentimetern stellen sich Männer so an, so, hä? Ob sie jetzt 1,78 ist oder 1,76, verstehe ich nicht. Männer, kennst du einen, kannst du alle. Pack sie in einen Topf, klopf sie drauf, den richtigen wirst du schon treffen. Im Kino ist er irgendwann aufs Klo und nicht mehr zurückgekommen, lol. Oh, das wird mich verletzen. Also, Arschloch. So, dann sag doch, du hast kein Interesse und fertig, aber stell dir vor, du hast ein Date, er geht aufs Klo, er kommt nie wieder, also er ghostet dich. Also, neuerdings gibt es ja auch diese ganzen neuen, modernen Modebegriffe, so Ghosting und dies und keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall hat er sich wie ein Arsch verhalten und mich hat das auch irgendwo verletzt, auf jeden Fall. Oder gekränkt, auf jeden Fall. Ne, ist ja auch ein arschiges Verhalten. Er wollte schon rummachen, bevor der Film begonnen hat und die ganze Zeit kuscheln. Ob ich das als Fail sehen würde, also rummachen, bevor ein Film beginnt. Also ich bin auch kein Filmegucker so krass mit Männern gewesen, so weil Filme gucken steht für sich irgendwie auf solche Arten näher kommen und auf solche Arten näher kommen, bin ich auch sehr eigen. Also, weiß ich nicht, ob man jetzt so. Also, ja, aber würde mich auch nerven, wenn jemand rummachen will. Also, Bro, chill mal. Er hat Spritgeld von mir verlangt, nachdem ich ihm einen Korb gegeben habe. Finde ich krass. Hätte ich ihm gegeben, hätte ich gesagt, okay, bitteschön, so kein Ding, Bro. Ich will nicht in deinen Schulden stehen. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Date gehabt und das war so unangenehm und lief so schlecht. Und er wollte mich einladen, aber ich habe das nicht angenommen, weil ich lasse mich auch nicht von jedem einladen. So habe ich früher schon gedacht, so. Und wenn ein Date so kacke läuft und die Person mir gar nicht sympathisch ist, dann möchte ich auch nicht, dass sie behalt ruhig dein Geld, so ich kann für mich selber bezahlen. Ist ja jetzt kein romantisches Rendezvous-Ding. Aber Diggis, wenn wir schon beim Thema bezahlen sind, erzählt mir doch mal gerne eure Meinung. Findet ihr, ein Mann muss immer bezahlen? Oder es gibt doch immer so Diskussionen, Frauen wollen, dass Männer bezahlen, aber irgendwie doch nicht. Was ich kacke finde, ist, wenn Frauen zu einem Date gehen und sagen, oh Gott, warum bezahlst du für mich? Ich kann auch bezahlen. Und dann sagt er, ja, okay, mach. Und dann sagt sie, oh, ich habe kein Portemonnaie dabei, sorry. Das finde ich assi. Aber findet ihr Emanzipation? Die Frau kann auch beim Date bezahlen, also es geht jetzt nur um Dates. Oder bezahlt der Mann? Wie seht ihr das? Da gibt es ja viele Diskussionen, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, nachdem er einen Korb bekommen hat, wollte er Spritgeld, hätte ich ihm gegeben, hätte ich gesagt, hier geh mit Gott, aber geh. Schon assi. Also das zu verlangen nach dem Korb finde ich assi. Er war total bekifft und hat erzählt, das gehört zu seinem Lifestyle. Nee, würde ich ganz schlimm finden, würde mich mega stören. Also mit Anfang 20 denkst du vielleicht noch, haha, süß, aha, er ist bekifft, aha. Ja, ich kann ihn ändern. Bro, nein, geh deinen Weg, geh mit Joint, aber geh bitte nicht auf meiner Straße entlang. Wäre für mich auch ein Fail, wäre für mich auch ein Upturn. Er ist nicht erschienen und nach 2 Tagen kam die Nachricht, yo, sorry, vergessen. Finde ich kritisch, also so wäre für mich schon so ein krasser Grund zu sagen, so sorry, kein Bock, weil sehr unhöflich. Also ich finde, man sagt sogar, bei einem Date bemühst du dich ja auch nochmal, dich zu präsentieren, so cool, weißt du?
Und dann so ein Typ, der so kommt, würde ich, nee, hätte ich, nee, das Ding für mich durch. Also wenn nicht ein unendlicher Notfall familiär oder so gewesen ist, sorry, man sagt Bescheid, wenn man zu spät kommt, man sagt auch Bescheid, wenn man absagt und nicht zwei Tage später. Nee, finde ich hammerassi, richtiger Fail. Waren in der Stadt, er war nur am Handy, kein Wort mit mir geredet und wollte ein zweites. Ja, okay, da weißt du natürlich nicht so, ne, war er schüchtern oder war einfach unsicher, bla, aber für mich wäre es auch ein Grund zu sagen, sorry, also warum ein zweites Date, wenn das erste so kacke lief, also wäre auch ein Fail für mich gewesen. Echt nettes Gespräch. Ich am Küchentisch, als er seinen Fuß zwischen meine Beine stecken will. What the fuck? Ich hatte auch schon mit ein, zwei Männern ein nettes Gespräch am Küchentisch, wo auch nicht irgendwie vorher irgendwelche Körperlichkeiten passiert sind, Kuss oder keine Ahnung. Ich finde, es muss auch nicht immer, man muss sich nicht immer direkt irgendwie küssen oder so, wenn man datet, keine Ahnung. Aber ein Fuß plötzlich da, also ich wäre für mich direkt so, Bro, sind wir hier in einem schlechten Porno oder was? So, hau rein. Nee, wäre auch ein Fail. Er hatte eine Freundin mitgenommen und er interessierte sich nur für sie. Krass. Freundin beim Date würde mich auch irgendwie nerven. So, Bro, wir haben ein Date. Warum ist eine Freundin dabei? Check ich nicht. Nee, voll der Fail. Also würde mich mega nerven. Nee. Nahm seine Schneidezahnprothese beim Essen raus. Ist nicht schlimm, wenn du so eine Prothese hast. Alles gut so, aber... Ich weiß nicht, vielleicht muss er sie beim Essen rausnehmen, aber beim ersten Date oder so, keine Ahnung, chill bisschen. Sag Bescheid, ich weiß nicht, ob man sowas rausnehmen muss, aber würde ich auch irgendwie sehr unangenehm finden, auf jeden Fall. Also wäre für mich auch ein komischer Fail irgendwie so. Ich kenne mich nicht mit Zahnprothesen aus, aber so komisch. Dann ist nicht beim ersten Date, so dann chill und trink einfach nur was, weil, ne, lass es langsam mal gehen. Zwei haben wir noch. Er hat mich beim ersten Date im tiefsten Winter 3 Stunden warten lassen. Krass. Also ich wüsste nicht, auf welchen Mann ich jetzt bei einem ersten Date 3 Stunden draußen warten würde. Drin ist schon heftig, aber ich glaube nicht mal das. Aber draußen, krass, hammerunhöflich. Also das kann man wieder gut machen, aber es ist schon sehr, sehr kritisch. Auto, mit dem er kam, war geklaut. Er Kippen holen, ich allein im Auto und die Cops sind gekommen. Krass. Klingt nach so einem schlechten Film, aber krass. Nee, das wäre für mich auch durch so, sorry Bro, illegaler Bonnie und Clyde Kram. Da habe ich mit 16 von geträumt, aber nee. Überleg mal, du hast ein Date, er holt dich mit dem Auto und das Auto ist geklaut und du sitzt da drin und die Polizei kommt. Krass. Nein. Schrecklich. Krass, ich habe nicht so heftige Date-Fails gehabt. Also ich habe ein paar Date-Fails gehabt in meinem Leben, aber nicht so schlimme, nicht so krasse. Vielleicht habe ich sie auch verdrängt, ich weiß es nicht. Digis, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr über die Date-Fails denkt, die ich euch heute vorgelesen habe. Schreibt mir unbedingt, ob ihr Bock habt auf einen Teil 2. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr Ideen habt, worauf ich noch reagieren kann, was ich meine Follower so auf Instagram fragen kann. Es gibt zum Beispiel auch eine Videoreihe, ihr größtes Geheimnis oder so. Date-Fails finde ich heftig, finde ich lustig. Ja, auf jeden Fall. Das waren jetzt auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich glaube, das wird lustig und ja. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.